Aus Lampf habe ein starkes Feuer, hab ich nicht recht? Wie sieht's eigentlich gerade so bei mir aus? Naja, okay, grausam und zwielichtig bin ich immer noch nicht. Das bisschen aggressiv kann ich runterwirken. Ich habe bei jeder Fraktion schon mal einen Pluspunkt. Und ja, wenn ich in mein Questlog gucke, ich hätte auch von Dice Questlog. Astora hat mich gebeten, die Pläne der valialischen Handelsgesellschaft für Boko Haram zu durchkreuzen. Ja, zerstöre den leuchtenden Adra. Ja, wenn ich beide mitnehmen würde. Mal gucken, ob ich da in einen Interessenskonflikt dann komme, weil das ist beides dieselbe Sache. Ja, sprich mit der Hasanui in der Messing-Zitadelle. Mhm. Mann über Bord. Das ist das Principi-Ding. Und das ist die Huana-Sache. Ja, gut. Wir sind jetzt hier. Ich bin hier die Treppe runtergegangen. Quartiermeister. Übungsraum. Ich könnte hier einfach durchgehen und alles abklappern, aber ich glaube, ich gehe erst hier lang. Sieh zu, dass dein Piratenfreund sich hier zusammenreißt. Ja, Seraphim wird sich hier schon zusammenreißen. Studenten, Studenten. Du bist der Ausbilder, oder? Viele von uns haben in Übersee als Söldner gearbeitet. Ja, das sind alle Studenten. Das ist der Waffenmeister. Treu sogar im Tode. Ja, du bist der I'm here. Typ, mit dem wir reden sollen. Indeed. Eine Partie Hasota ist gerade im Gang. Mhm. Auf der Tafel unter der Koralle steht ein Stück von Rautai für das Todesfeuer. Gestiftet vom... Gestiftet von Korallenmetzrua. Der Ruhm ist unserer, euer Ranganui. Sehr loyale, ergebene Leute hier. Hasanui Karu läuft in der Nähe ihres Schreibtisches auf und ab, wodurch sie wie ein Hai wirkt, der im seichten Wasser kreist. Ihre Zähne umklammern eine lang elegante Pfeife, aus der ein heißender Rauch aufsteigt, den die Hasanui wie Kielwasser hinter sich herzieht. Als sie eintritt, schaut sie auf und nickt ihr zur Begrüßung kurz zu. The former Lord of Kadnur and one time Terrifier of Harbor. Der frühe Fürst von Ketnur, und wenn man den Geschichten Glauben schenken darf, die auf den Docks herumgehen, der er einstmalige Schrecken aller Hafenmeister. Durch den Rauch blitzt kurz ihr Lächeln auf. You have not brought much good news of late. Du hast in der letzten Zeit nicht viele gute Neuigkeiten überbracht. Ihr gedankenvoller Blick kehrt zurück. So, in addition to pirates, profiteers and slavers, the Deadfire has a vengeful god roaming its waters? Als wären die Piraten, Rafkai und Slavenländer nicht schon genug, jetzt treibt auch noch ein rachsüchtiger Gott sein Unwesen in den Gewässern des Todesfeuers. Sie beißt auf ihre Pfeife. So ungefähr sieht es aus. Es könnte schlimmer sein, zumindest ist es nicht Skane. Allerdings habe ich da noch ein Wörtchen mitzureden. Ich muss mehr wissen, bevor wir über seine Motive spekulieren können. Ich glaube nicht, dass Eotas die Absicht hat, irgendjemandem zu schaden. Ne, wer war die zwei? Sag das meinen Toten in Hasongo. Sie nimmt ein paar Züge aus ihrer Pfeife. Ja, Bonuspunkte bei Edda für unbeschwert. Bei Seraphim genauso und bei Xoti auch. Also um Eddas Leben spielt der schwache Anführer des Lächelns. Seraphim grinst, die Hände gegen die Hüfte gestemmt. Interessiert hebt Xoti das Kinn. Just what the archipelago needs. One more disaster. Genau, was dem Archipel noch gefehlt hat. Eine weitere Katastrophe, die zur Zerreißprobe wird. He must be stopped. Er muss aufgehalten werden. Sie bleibt stehen und dreht sich zu dir um. Endlich kannst du einen guten Blick auf sie werfen. Sie ist zwar nicht besonders groß für eine Maunerin, aber sie hat eine aufrechte Körperhaltung. Ihr verwittertes Gesicht ist von vielen Tagen auf See, von Sturm und Sonne gezeichnet. Doch ihre Augen sind scharf und aufgedeckt. Genau deswegen bin ich zu euch allen im Palast gekommen.
Er ist ein Riese aus lebendem Adra, der im Handumdrehen Seelen absorbieren kann. Irgendwelche Einfälle? Das dürfte ja wohl klar sein. Niemand hat es mehr auf ihn abgesehen als ich. Zuerst muss ich ihn finden. Nehmen wir mal das Erste. Sie winkt abschätzig. If there were help to be found at the palace, do you think Deadfire would be such a mess? Glaubst du, dass das Todesfeuer in einem solchen Schlamassel stecken würde, wenn man im Palast irgendwelche Hilfe finden könnte? The Valians won't lift a finger if it isn't to snatch a coin. Die Valianer rühren keinen Finger, wenn es keine Münze zu fangen gibt, und die Valianer tun nicht einmal das. No one takes charge to solve the big problems. But perhaps we could work. Niemand geht die großen Probleme an. Wir können eventuell beide von einer Zusammenarbeit profitieren. Sie nimmt die Pfeife in ihre linke Hand. Während sie das tut, bemerkst du, dass ihre rechte ungewöhnlich ruhig ist. Was meinst du damit? Das könnten wir vielleicht. Look around. Deadfire's full of fertile, temperate islands. Except for Andra's Mortar. It's largely free of rough weather. Seh dich um. Das Todesfeuer ist voll von furchtbaren Inseln mit gemäßigtem Klima. Mit Ausnahme von Andras Mörser ist es weitgehend frei von schlechtem Wetter. Als sie mit ihrer rechten Hand winkt, fällt dir auf, dass ihre Finger ungewöhnlich unbewegt bleiben. Du erkennst, dass sie eine außerordentlich gut gearbeitete Prothese trägt. Ah ja. Yet much of it is uninhabited. Itinerant tribes drift between some of the islands, and smugglers and slavers cluster around the rest. Doch viel davon ist unbewohnt. Nicht sesshafte Stämme ziehen von einer Insel zur nächsten. Schmuggler und Sklavenhändler verteilen sich auf die restlichen. Sie schüttelt den Kopf. It's a waste. Das ist Verschwendung. Imagine what this place could be, with well-guarded shipping routes. How many Raotians we could feed. Stell dir vor, was mit gut bewachten Schiffsrouten aus diesem Ort werden könnte. Wie viele Raotianer wir mit den Plantagen hier ernähren könnten. Und was hat das mit mir zu tun? Und was macht dich anders als die anderen Mächte hier? Das ist ein lohnenswertes Unterfangen. Du beutest also das Todesfeuer zum Wohle Rautas aus. Was macht dich anders? Ein raues Lachen ertönt aus ihrer Brust. Bei ihr hinken irgendwie die Synchronsätze. Die Valianische Handelsgesellschaft will auch noch die letzte Münze aus dem Todesfeuer rausquetschen. Völlig ungeachtet der Folgen, die das irgendwann haben wird. Sie sind kaum besser als Diebe. The Principi are actual thieves, no matter their pretensions of nobility. Die Principi sind tatsächlich Diebe, unabhängig von ihren Ansprüchen auf Adel. Aye, and honest about it besides. Also talented, charismatic, and spectacular betwixt the sheets. Aye, und ehrlich diesbezüglich auch noch. Außerdem talentiert, charismatisch und eine Wucht im Bett. Die Hasanui wirft ihm einen kurzen bösen Blick zu, als hätte er damit ihre Aussage nur unterstrichen. Und die Juana freuen sich noch darüber, dass sie alle über ihr zersplittertes Reich herfallen. We're interested in building something here. Unsere Absicht ist es, hier etwas aufzubauen. Mit der Pfeife in der Hand macht sie großspurige Gesten. Ja, das ist ein lohnenswertes Unterfangen. Glad you agree. Freut mich, dass wir einer Meinung sind. Sie nimmt ein zufriedenes Zug. Wenn du den Gott, der stumping this place into the ground, then we have a common goal. Wenn du den Gott, der hier alles niedertrampelt, verfolgst, haben wir ein gemeinsames Ziel. Und wenn du hier überleben willst, dann könntest du einen Verbündeten gebrauchen. Also ja, ihre Sätze sind abgehackt. Ein Hauch eines Lächels zieht von ihrem mit Teer befleckten Ohr aus ihren Lippen. Komischer Satz, echt, ey. Also, was hast du im Sinn? The disaster at Hasango remains a key concern. We rely on the port there to ship food back to Rawatai. Das Debakel in Hasango ist noch immer meine Hauptsorge. Wir sind von dem Hafen dort abhängig, um Nahrung zurück nach Rautai zu schiffen. Mit einem Zug an ihrer Pfeife und der daraus entsprechenden Rauchwolke versteckt sie ihre Besorgnis. Until you investigate. Short of that, there are other matters that demand attention. Aber da können wir nicht weitermachen, bevor du deine Nachforschung beendet hast. Davon abgesehen gibt es andere Angelegenheiten, um die man sich kümmern muss. You've already spoken with Atsura. For now, I suggest you continue to work with him. Du hast schon mit Asura gesprochen. Ich schlage vor, dass du vorerst mit ihm weiterarbeitest. Später habe ich vielleicht etwas für dich. Wofür ist das Spielbrett? Asura and I usually have a game running, and this one's been going on for over a month and a half.
Asatora, Azura und ich haben normalerweise immer ein Spiel am Laufen. Dieses hier dauert schon über eineinhalb Monate. Azura is good at misdirection, but I've got a mind for the long game. Azura ist gut bei Finden, aber ich habe mehr Gespür für die langfristige Entwicklung der Partie. You look like you've come with a purpose. Du siehst aus, als ob du mit einem bestimmten Ziel hergekommen wirst. Ich frage mal vorsichtig, was ist mit deiner Hand passiert. Sie streckt ihren Arm aus und hält dir die Prothese hin. Es ist ein ausgezeichnetes Stück mit verstärkten Gliedern in jedem Finger und einer glatten, geschliffenen Oberfläche. It happened a year into my first command. We were chasing pirates along Rauatai's south coast, and they landed a shot right. Ich hatte mein erstes Kommando seit einem Jahr inne, als es passierte. Wir jagten Piraten an der Südküste Rauatais und sie landeten einen Treffer direkt neben unserem Magazin. A lucky hit. Ein reiner Glückstreffer. Ein Augenblick lang schweigt sie. Ich bin nach unten gerannt. Das Feuer breitete sich bereits in Richtung unseres Pulverlagers aus. Was hast du getan? What I could with my uniform, pulled the rest away with my own hands. Ich habe erstickt, was ich mit der Uniform ersticken konnte. Den Rest habe ich mit meinen eigenen Händen ausgemacht. Ziemlich wilde Geschichte. Es muss doch noch einen anderen Weg gegeben haben. Ich hätte für mein Schiff und meine Mannschaft dasselbe getan. Wenn du das nicht getan hättest, wären du und deine Mannschaft vermutlich gestorben. Zumindest hast du eine behalten. Ja, die Mannschaft am Leben erhalten ist wichtig. Ja, Alof, pflichtbewusst. Sie nickt anerkennend. We don't get to choose our challenges, do we? Just the way we meet them. Wir können uns die Herausforderungen, die uns gestellt werden, nicht aussuchen, oder? Nur wie wir ihnen begegnen. There's a cost to every victory. And the win goes to those willing to make a sacrifice. Jeder Sieg kommt zu einem gewissen Preis und der Gewinn geht an diejenigen, die bereit sind, ein Opfer dafür zu bringen. Sie betrachtet die hölzerne Hand, dreht und wendet sie im Licht. Du spürst Zufriedenheit in ihrem Blick. I'll bet you already know a thing or two about that. And if you don't, Deadfire will teach you soon enough. Ich wette, du weißt bereits das eine oder andere darüber. Und wenn nicht, wirst du es im Todesfeuer bald lernen. Dann leb mal wohl. Ja, ich kann bei aggressiv nur sehen, dass ich aggressiver geworden bin. Ja, ich würde gerne alle markieren. So, dann gehen wir noch hier schnell rein. Eine junge Frau mit einem breiten, strahlenden Lächeln und leuchtenden Augen hebt ihre Hand und winkt ihr kurz, aber enthusiastisch zu. Da hält sie mit einem übertriebenen, verlegenen Blick inne und verschränkt die Arme vor der Brust. I always forget that part. Say, you're the watcher of Cad Nua, aren't you? I've never met anyone famous before. Den Teil vergesse ich immer. Sag mal, du bist doch der Wächter von Cad Nua, oder? Ich habe noch nie eine Berühmtheit getroffen. She yells at me sometimes. Außer der Hasanui. Sie schreit mich manchmal an. Ihr Grinsen wird unglaublich breit. Sie schreit dich an. Oh, die ganze Zeit. Sie verzieht ihr Gesicht zu einem Ausdruck gespielter Ernsthaftigkeit. Trotzdem kann sie sich ein Lächeln nicht verkneifen. Where's my white leaf? Stop daydreaming. So Bormi, if you lose the letters again, I'll have you clean the latrines. Wo ist mein Weißblatt? Hör auf mit der Tagträumerei. Sabormi, wenn du die Bücher wieder verlierst, lasse ich dich die Latrinen reinigen. Bei diesem letzten Kommentar beugt sie sich näher heran, ihre Augen weit aufgerissen und ihre Stimme leise und voller Ehrfurcht. All this time, I didn't realize she knew my name. Ich hätte nie gedacht, dass sie meinen Namen kennt. Du bist aber leicht erregbar. Es ist nur so, dies ist das erste Mal, dass ich das raue Land verlassen habe. Ich habe von dichten grünen Wäldern und Sandstränden ohne jeden Sturm gehört, aber etwas wie dies hier hätte ich mir nie träumen lassen. Du musst viel reisen, gesehen alle sorts of amazing places. Du hast viel gereist und alle möglichen tolle Orte gesehen haben. Sabormi faltet ihre Hände unter ihrem Kinn und sieht dich aufmerksam an. Warum interessiert dich das so sehr? Und ich habe Abenteuer erlebt, die du nicht glauben würdest. Sieh dir die Welt an, Sabormi. Reisen ist toll. Sicher, ich muss nur verhindern, dass Eotos sie alle niedertrampelt. Wenn man es genau betrachtet, ist es ein Ort wie jeder andere. Nimm mal die zwei. Das möchte ich auf jeden Fall tun. Seraphine streicht sich durch den Bart, ein leichtes Grinsen im Gesicht. Xoti kaut ihr auf ihrer Unterlippe herum, um ein Lächeln zu verbergen, ja, weil sie weltgewandt sind. I love Rauatai, but it's hard to go a week without seeing storms or hearing about mudslides burying a village somewhere. Ich liebe Rauatai, aber es gibt dort kaum eine Woche ohne Stürme oder ohne dass Schlammlawinen ein Dorf unter sich begraben. Die Heiterkeit verschwindet aus ihrem Gesicht, aber nur für einen Moment.
Du bist die Quartiermeisterin, kannst du mir etwas verkaufen? Ihr Gesicht verzieht sich vor Enttäuschung. I really wish I could, but my supplies are for the Royal Deadfire Company and our allies. Has Inui's orders. Ich wünschte wirklich, ich könnte es, aber meine Vorräte sind für die königliche Todesfolgegesellschaft und unsere Verbündeten reserviert. Befehl von der Hasanui. Maybe if you impress her or Atsura, they could make an exception. Wenn du sie oder Atsura beeindruckst, können sie vielleicht eine Ausnahme für dich machen. Sie lächelt hoffnungsvoll. Dann leb mal wohl. So. Gucken wir doch schnell hinten ins Lager rein. Da ist nur was, was wir klauen können. Okay, ich komme leider nicht hier raus. Also das Laden würde zu lange dauern. Wobei, wir gehen noch schnell raus. Dann werde ich draußen speichern. Auf die paar Sekunden.